Ja, grüß Gott, Madl und Burm, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alt Perlach. Ein wunderschöner Maientag und wir haben jetzt ein bisschen vor ein paar Tagen so geschwelgt in Erinnerungen. Ich habe früher in München in einer WG gewohnt, einer Wohngemeinschaft mit zwei Jungs, dem Berthold und dem Gerd. Und wir haben damals angefangen so ein bisschen zu kochen, so Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre. Und wir haben immer Bolognese gemacht und ich weiß, wie eine richtige Bolognese geht, das verlinke ich euch da oben, haben wir schon gemacht. Aber heute gibt es die original 80er Jahre Bäder WG Bolognese und die geht wie folgt. Erstmal ein Feuer entzünden und dann einen Zauberkessel herrichten. Genauso haben wir das in die 80er Jahre gemacht, in meinem Altbau in der Hildegardstraße, in der Innenstadt. Da haben wir praktisch nur mit Feuer und Gusseisenkessel. Nein, wir haben ein Gasherd gehabt und einen normalen Topf. Aber was wir gehabt haben, sind die folgenden Zutaten. Gemischtes Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Lorbeerblätter, Tomatenmark, Parmesan, das ist jetzt in dem Fall Pecorino, Salz, Öl. Wir haben damals Berge von Oregano reingetan. Inzwischen natürlich nur Bädas Amore. Pfeffer, zwei Dosen Tomaten. Also zwei kleine oder eine große und ein Glas Rotwein. Neulich habe ich mit einem Video saudub angestellt mit so einem Ringpool-Döschen. Deswegen jetzt schauen wir mal, ob ich es doch noch kann. Yes, ich kann es. Also zumindest 50% haben wir. Das ist doch nicht möglich. Gibt's doch nicht. War natürlich nur ein Scherz. Schaut's her, ich kann das schon. Nicht, dass ihr meint, ich hab da mit dem Dosenöffner nachgeholfen. Und jetzt rüber zum Herd. Früher Gasherd, heute Holzherd. Rein das Öl. Zwiebeln. Man sagt, dass wenn man den Knoblauch ins kalte Öl tut und dann mit erhitzt, wird er nicht bitter. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber jetzt machen wir es einmal. Und den Rest Öl gehen wir rein. Und jetzt warten wir mal, bis das heiß wird. Also, fängt an zu brutzeln. Und ja, die Zwiebeln sollen ja, glasig werden, sagt man. Gell? Durchsichtig wäre es ja gar nicht. Wenn sie dann Farbe angenommen haben, also bevor sie Farbe annehmen, nehmen wir so Hackfleisch rein. Das ist gemischtes Hackfleisch, genauen Angaben im Rezept unten. Das ist sogar Bio-Hackfleisch. Ja? Das werden wir jetzt kräftig anbraten. Ich habe früher mal gesagt, bis man keine rosa Stellen mehr sieht. Schon alles langsam grau. Also ist dann quasi alles Theorie, weil grau ist wie die Theorie. Jetzt nehmen wir noch das Tomatenmark drauf. Drauf und rein. Das mit einrühren und anrösten. Ja, ein Minütchen noch oder so. Aber das Fleisch ist eigentlich schon so, wie wir es haben wollen. Das löschen wir mit dem Wein ab. Rühren einmal durch. Und gleich hinterher die Tomaten. Man sieht schon, dass die genau gleich aufgemacht wurden. Das sieht man oben schon am Ring, gell? Rein.
Jetzt kommen unsere Kräuter dazu. Der ruhig großzügig sein. Dann zwei Lorbeerblätter. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Das ist Salz. Das ist Pfeffer. Und das nochmal kräftig durchrühren. Und jetzt kommt das schönste Spatteln. Deckel drauf. Und köcheln lassen. Die Hitze werden wir ein bisschen reduzieren. Das heißt, wir nehmen hier ein bisschen was von den Briketts, dem Feuer unten raus. Und jetzt eine Stunde mindestens. Und wenn es zwei sind, ist gut. Und wenn es drei sind, ist auch gut. Wir schauen in 30 Minuten einmal nach. Falls wir zu viel Flüssigkeitsverlust haben, können wir nachgießen. Wein oder Wasser. Oder kann man Wasser in Wein schütten? Nee, nix. Und vorbei ist sie die halbe Stunde und wir schauen rein. Ja. Schwer Dampf im Kessel, oder? Schaut aber sehr gut aus. Und wir nehmen noch ein bisschen Hitze weg, da die sagen, da haben wir da noch ein bisschen Flüssigkeit noch. Dazu kann man immer ganz gut Wasser in die Tomatendosen. Also die Tomatendosen, in denen die Dosentomaten waren. Jetzt gefällt es mir besser. Halbe Stunde. Und dann war es bei uns damals fertig. Wir haben dann einen Nudelbackerl aufgerissen. Heutzutage sind wir ein bisschen, wie sagt man, elitärer oder gourmetmäßiger und haben die Nudeln selber gemacht. Wir haben da so einen Philips Pastamaker, damit geht es sehr, sehr gut. Wenn ihr Lust habt, können wir gerne mal ein Video drüber machen. Dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. Vorbei ist sie, unsere Stunde. Wir schauen rein. Es riecht saugut im ganzen Garten. Oh. Oh, 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 oh. Es ist soweit fertig. Ich würde das jetzt an dieser Stelle, weil ihr schlägt sogar einen Löffel ab, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und da fehlt tatsächlich ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann sind wir soweit. Und dann riecht man an mit den von dir hergestellten, selber gemachten Nudeln. Und ein bisschen, wie es gehört, geriebenen Pecorino in unserem Fall. Ihr dürft gerne Parmesan oder Grana Padano nehmen. Jetzt haben wir es alle beieinander. Nur nicht den Gefriergetrockneten, aber ich glaube, den haben wir damals hergenommen. Aber pst, Geheimnis. Pfeffer, den man hat, weil da zwei Hände braucht. So, kleiner Teller für den Peter. Also da haben wir ja früher praktisch jeder zwei Teller gegessen. Irgendwer niest. Ja, ein bisschen Käse drauf, gell? Und fertig. Muss ein Käse holen. Wie bei uns damals. So, sollte für Dekorationszwecke reichen. Und so schaut es aus. Käse schmilzt. So, jetzt aber, so schaut es aus. Peters 80er Jahre WG Bolognese mit selbstgemachten Nudeln. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das für mich für Erinnerungen sind. Ist ja auch erst 45 Jahre. Also, es gibt nur noch eins zu sagen. Hat Kirsten gemeint, dass ich jetzt Getränk mache. Mache ich aber nicht, weil ich habe ein Kabel rausgeschummelt. Und dann gehe ich jetzt da einfach rein. Hast du alles fotografiert? Ja. Hättest du auch einen Löffel mitnehmen müssen. In den 80ern musste man die Nudeln immer mit Gabel. Oh ja, da haben wir gedreht im Löffel. War wieder falsch. Macht nichts.
Aber jetzt kommt noch eine sehr wichtige Sache. Dann habe ich natürlich noch das Getränk in die 80er Jahre, gerne mal aus dem Tetrapack, heutzutage doch aus Glasflaschen. Habe ich hier einen schönen Esclusivo aus Apulien vom Weingut, vom Weinhändler Giordano. Die machen so ganz solide Weine und haben ganz gute Preise. Der kostet eigentlich 8 Euro, im Moment 5 Euro. Wohl sein. Perfekt zur Polonaise. Vielleicht schaut mein alter Freund Berthold auch zufällig das Video. Dann grüße ich dich recht herzlich. Wir machen auch bald mal deine Schinkennudeln. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Hier zwei neue Videos. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten, Servus, macht es gut. Ciao. Arrivederci.